Achtung, es geht um Leben und Tod. Kühe, Schweine, Hühner, Puten, Schafe stehen jetzt gerade am Schlachthof und gleich wird ihnen jemand ein Messer in die Kehle stechen. Und warum passiert das, fragst du? Es ist dir vielleicht noch nicht aufgefallen, aber die Regale in unseren Supermärkten sind voll mit Leichenteilen. Brüste, Bäuche, Flügel, ganze Körper. Leichenteile, Stücke von ermordeten Tieren. Weil es gibt Menschen, die kaufen diese Stücke von den toten Tieren, um das dann zu essen. What the fuck? Und um diese Nachfrage zu sättigen, werden jährlich über 72 Milliarden Landtiere ins Schlachthaus gezwungen und über 1,2 Billionen Meerestiere aus dem Wasser gehoben. Ein Massenmord. Aber warum essen Menschen überhaupt Fleisch, Milch, Eier, Käse, Honig? Ich verrat's dir, weil es gibt nur vier Gründe dafür. Tradition, Gewohnheit, Bequemlichkeit und Geschmack. Das war's. Gute Gründe, um Unschuldige zu töten? Nicht wirklich. Aber trotzdem, wegen einem dieser Gründe bist auch du noch nicht vegan. Und was heißt Veganismus überhaupt? Heißt das, dass man nur noch Gras essen kann? Nein. Veganismus hat primär nämlich gar nichts mit Ernährung zu tun, sondern ist eine moralische Einstellung. Eine Lebensweise, die danach strebt, so weit wie praktikabel und möglich sämtliche Formen von Ausbeutung von und Grausamkeiten an leidensfähigen Tieren für Kleidung, Essen oder andere Zwecke zu vermeiden. Das heißt im Endeffekt, Veganer lassen die Tiere einfach in Ruhe. Klingt doch eigentlich gar nicht so extrem, oder? Weißt du, was aber wirklich extrem ist? Jedes Jahr allein in Deutschland über 40 Millionen Schweine in Gaskammern zu stecken. Der Holocaust der Tiere, der ist extrem. Aber wieso wird man überhaupt vegan? Vielleicht kennst du ja Katzen oder Hunde. Liebe Tiere, nicht wahr? Die können Freude empfinden, Angst haben und leiden, so wie wir. Und was ist mit Schweinen, Kälbern, Küken, Lämmern? Sind das nicht auch Individuen mit Gefühlen, mit einem ganz individuellen Bewusstsein? Warum sollten wir also die einen Haustiere und die anderen Nutztiere nennen? Das ist doch irgendwie gemein, diese Unterscheidung, und so irrational. Wie Rassismus, nur bei den Tieren. Das nennt sich Speziesismus. Und Veganismus ist Anti-Speziesismus. Veganer erkennen an, dass Menschen auch Tiere sind und alle anderen Tiere auf diesem Planeten hier mit uns und nicht für uns da sind. Warum nicht einfach Vegetarier, fragst du? Schau, Vegetarier essen zwar keine toten Tiere mehr, also kein Fleisch, aber dafür benutzen sie Milchprodukte oder Eier. Und diese Industrien sind ganz, ganz grausam. In der Milchindustrie werden die sogenannten Milchkühe jährlich zwangsbesamt und direkt nach der Geburt wird ihnen ihr Kind entrissen. Und ihre Muttermilch gestohlen, die sie ja eigentlich für ihr Kind gemacht hatten. Wenn das Kind ein Junge ist, dann wird es später keine Milch geben, daher wird es ermordet und zu Kalbsfleisch gemacht. Wenn das Kindchen ein Mädchen ist, dann widerfährt ihm das gleiche Schicksal wie der Mama. Jährliche Zwangsbesamungen, Kindesraub und Milchproduktion auf Höchstleistung, bis es von dem psychischen und physischen Stress so schwach ist, dass die Milchleistung nachlässt und es schließlich auch am Schlachthof getötet wird. Daran denkt man nicht, wenn man Käse kauft, oder? Aber jetzt weißt du es, jetzt hast du die Verantwortung. Und in der Eierindustrie gleiches Prinzip. Nur die weiblichen Hühner, die Hennen, legen Eier. Daher werden alle männlichen Küken am ersten Tag ihres Lebens direkt nach dem Schlüpfen entweder vergast oder geschreddert. Millionenfach. Und die Hennen, die werden dann zu Eierproduzenten. Und sie sind so überzüchtet, dass sie im Jahr hunderte Eier legen müssen. Das ist für sie wahnsinnig anstrengend und nach 1 bis 2 Jahren sind sie auch so ausgezehrt, dass sie auch getötet werden.
Und ja, das passiert, egal ob es sich um die normale Massentierhaltung oder um Bio handelt. Veganer essen also gar keine tierischen Produkte. Stattdessen essen sie Pflanzliches. Obst, Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen und alles, was wir daraus machen können. Pizza, Burger, Schnitzel, Eiscreme, Kuchen, Schokolade, Kekse, halt, stopp! Sowas können Veganer essen? Ja, weil mittlerweile gibt es all diese Köstlichkeiten auch auf einer pflanzlichen Basis. Das heißt, ohne dass jemand dafür zum Schlachthof fahren musste. Du hast jetzt also die Wahl. Soll für dein Essen jemand ermordet werden? Oder besser doch nicht. Aber Veganismus ist, wie erwähnt, keine Ernährungsweise. Denn für alle tierischen Produkte, auch in Lebensbereichen außerhalb der Ernährung, werden Tiere misshandelt und getötet. Millionen von Tieren stecken in Käfigen, in Pelzfarmen. Werden für Leder, Wolle, Daunen und Seiden ausgenutzt. Sie werden in Tierversuchslaboren gefoltert, in Aquarien, Zoos und Zirkussen und für Tierkämpfe zur Belustigung gefangen gehalten und sogar in ihrem natürlichen Lebensraum gejagt. Menschen machen mit ihnen, was sie wollen, nur weil sie es können. Die Selbstgefälligkeit, mit der der Mensch mit anderen Spezies nach Belieben umgeht, macht die extremsten Rassentheorien deutlich. Das Prinzip, dass Macht im Recht ist. Deshalb ziehen Veganer kein Leder an, keine Wolle, keine Daunen und keine Seiden. Stattdessen benutzen sie pflanzliche Materialien, wie beispielsweise Baumwolle, Kork, Hanf, synthetische Materialien oder Lederalternativen, wie zum Beispiel Kaktus- oder Ananasleder. Außerdem kaufen Veganer keine Tiere vom Züchter, denn Tiere sind keine Ware, die wir einfach kaufen sollten. Stattdessen adoptieren Veganer Tiere aus dem Tierheim. Und ja, Hunde und Katzen können auch vegan leben. Viele Kosmetika und Hausmittel enthalten auch tierische Bestandteile und einige von ihnen sind sogar an Tieren getestet. Vielleicht dachtest du bisher, dass das Testen von Kosmetika an Tieren so aussieht. Tut es aber nicht. Tierversuchslabore sind Folterkammern. Tierversuche sind grausam, unwissenschaftlich und überflüssig. Und für die Tiere enden sie immer mit dem Tod. Glücklicherweise gibt es auch Hausmittel und Kosmetika ohne tierische Bestandteile und ohne Tierversuche. Und was ist mit Aktivismus? Warum reden so viele Veganer darüber, dass sie vegan sind? Schau, so wie wir früher schwarze Menschen oder homosexuelle Menschen diskriminiert und unterdrückt haben, diskriminieren und unterdrücken wir jetzt die Tiere. Mit dem Unterschied, dass diesmal die Opfer nicht für sich selbst reden können. Nur du kannst sie befreien. Und Veganismus ist eben eine Gerechtigkeitsbewegung. Denn alle leidensfähigen Tiere, unabhängig ihrer Hautfarbe, Sexualität oder Spezies, haben ein Recht auf Freiheit und körperliche Unversehrtheit. Wenn es moralisch falsch ist, Menschen als Eigentum und Nutzobjekte anzusehen, dann ist es moralisch genauso falsch, nichtmenschliche Tiere als Eigentum und Nutzobjekte anzusehen. Wenn es zu Diskriminierung kommt, sind alle bewussten, leidensfähigen Tiere als gleichwertig zu betrachten. Wir alle lieben Tiere, aber trotzdem schicken die meisten von uns sie jeden Tag zu ihrem Verderben ins Schlachthaus mit ihrem Konsum. Deshalb werden wir vegan und aktiv, um die Menschen aufzuwecken und vor allem auch, um die Tiere zu verteidigen. Wir müssen den Tieren eine Stimme geben und unsere Stimme für sie erheben. Auf welcher Seite der Geschichte und der Gerechtigkeit wirst du also stehen? Wirst du die Tiere weiter erbarmungslos ins Schlachthaus schicken oder wirst du gütig und mutig sein? Nach diesem Video solltest du dich nicht mehr fragen, warum wir vegan leben, sondern warum du es noch nicht tust.